In Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus. Jetzt meldete auch Hamburg einen ersten bestätigten Fall. Es handelt sich um einen Kinderarzt, der am Universitätsklinikum Eppendorf arbeitet. Die infizierte Person in Hessen stammt aus dem Lahn-Dill-Kreis. Bei einer Pressekonferenz in Wetzlar sollen im Laufe des Tages weitere Informationen bekannt gegeben werden. Neben Hamburg und Hessen sind auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz betroffen.